habe ich jeglichen Respekt vor dir verloren. Du zockst deine gesamte Community ab. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, es ist bald soweit. Diese Woche sollen noch die Pakete ankommen. Dann gehen direkt die Pakete raus an diejenigen Ehrenmänner, die vorbestellt haben. Nice, Digga. Also rechnen noch für all jene, die bei den Vorbestellungen, war ja nur eine Stunde nicht dabei waren, noch mit 2 Wochen. Wer aber up to date bleiben möchte, einfach auf MEMVienna auf Instagram dabei sein. Gibt es jetzt laufende Informationen. Ich werde es aber auch in den nächsten Videos noch sagen. So, ich will gar nicht mehr weiterquatschen. Let's go zur Reaktion. Freunde, Patrick Spector hat eine neue Kollektion, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die werden wir uns natürlich anschauen. Hart, aber fair. Nein, fair werden wir in die ganze Geschichte reingehen. Und vielleicht nicht solche Dinge in den Titel schreiben wie Maximilian gönnt sich neue Schrottkarre. Oder doch? Machen wir es doch. Okay, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nein, prinzipiell Patrick Spector und ich verstehen uns sehr gut. Ah, das hat er wahrscheinlich woanders hochgeladen. Aber manchmal stichelt er halt sehr gerne, so wie ich das auch mache. Dementsprechend wollte ich auf die Kollektion nur dann reagieren, wenn ich in das Ganze unvoreingenommen reingehen kann und wirklich nur das Erscheinungsbild der Pieces beurteilen. Also, here we go. YouTube, was geht? Hier ist Patrick Spector von Always Overdressed und heute habe ich die Ehre, euch meine neuen Klamotten zu präsentieren, beziehungsweise, was es eher dann auf den Punkt bringt, meine neue Kollektion, nämlich die Superfast-Kollektion meiner eigenen Modemarke ADR bzw. Atelier. Ich bin ganz ehrlich, ich habe schon irgendwas auf Insta oder ich glaube auf meinem Feed gesehen, also ich weiß, dass das Shirt, das er hier trägt, aus seiner Kollektion ist. Deropa. Vorab erstmal leider Gottes eine schlechte Nachricht. Ich muss sagen, wie es ist, weil wir haben eine schlechte Nachricht zu verkünden und zwar wird es dieses Mal keinen Pop-Up-Store geben. Die letzten 3 Kollektionen haben wir es... Keine Sorge, liebe Leute, MEM bekommt man natürlich auch in-Store in der Krugerstraße 10 im 1. Bezirk. Wo sonst? Immer auf die Beine gestellt, aber dieses Mal leider aufgrund der aktuellen Situation, ihr wisst selber, Corona, dies, das, diese ganzen Corona, Morona, du weißt. Schriften einzuhalten ist schwierig bei den Menschenmengen, die in der Vergangenheit da anwesend waren. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir lassen es sein. Frage ist halt jetzt, wollen wir das in Zukunft auch sein lassen? Oder, wenn sich die Lage wieder entspannt hat, sollen wir da wieder die Pop-Up-Stores angehen? Deswegen Save Pop-Up-Store. Ich finde das einfach nice. Wenn wir einen Job machen, bin ich ja selbst auch im Store, weil ich einfach dieses... Ich will einfach dabei sein, wie die ersten Leute kommen, sich auf meine Kollektion, auf meine Mode freuen, sich das kaufen und sich darüber freuen. Das macht mich einfach happy und das gibt mir so viel zurück. Das ist wie wenn es da auf deine Freundin... Okay. Ja, das werde ich sowieso nicht ins Video reinschneiden. Aber ich habe einen besseren Vergleich, der vielleicht halbwegs professionell ist. Das ist wie wenn es die Matura mit deinen Eltern feierst. Schauen wir uns dann einmal konkret die... Okay, das Erste, was mir auffällt, und das finde ich sehr, sehr nice, das ist kein normales Schwarz, so wie wir... Weil ich habe mir vorher gedacht, das sind normale Black Tees, aber wie wir hier schon sehen, sehen wir anhand der Waschung, dass das schon etwas ausgebleicht ist. Es ist noch schwarz, aber man merkt schon, dass es washed ist. Also ich finde den Farbton sehr schön. Wir kennen auch, dass die Tees relativ dick sind. Also ich nehme an, die haben eine Grammatur von, weiß ich nicht, 300 Gramm oder so. Unsere haben 350 Gramm, glaube ich. Ich kann es nicht genau sagen. Ungefähr die Schätzung. Auch das Etikett finde ich ganz nice. Zu dem Gelb mit dem Blau weiß ich nicht, ob mich das jetzt unbedingt so catcht, aber ich finde es ganz nice, dass nicht so wie das jedes Modehaus gefühlt macht, dass das einfach eckig ist, dieses Bild, sondern am Rand hat man quasi mit dem Schärfezeichner gearbeitet, um das quasi irgendwie einfließen zu lassen mehr. So haben es wir ja auch bei unserem Boston Tea Party Hoodie gemacht. Ich finde es halt schön, weil sich das Ganze einfügt. Genauso haben wir es auch gemacht. Also ganz klar, dass ich das deswegen hier auch feiere. Auf jeden Fall schönes Logo. Ich bin kein Freund, glaube ich, von der Schriftart. Einzelne Pieces an. Hier haben wir einmal das T-Shirt, was ich jetzt bereits auch schon anhabe. Ja, aber das schaut viel, vielleicht wegen dem Licht jetzt, aber das sieht viel dünkler aus. Ist eigentlich schwarz, aber weil wir dem Stoff diese Vintage-Waschung verpasst haben, kriegt das halt so einen ja, anthrazitmäßigen Unter... Da gibt es halt 2 Möglichkeiten. Entweder das T-Shirt zuerst bedrucken und dann waschen, dann wird auch die Schrift ausgebleicht. Das finde ich persönlich irgendwie ganz cool. Oder man macht es eben so, dass man diesen Effekt hat, dass das Shirt zwar ausgewaschen aussieht, aber der Print frisch ist. Ich kann jetzt nicht zu 100% sagen, für welche Variante sie sich entschieden haben, aber dieses Shirt sieht aus wie ein Sample, das er vorab schon mal bekommen hat und das sind die ersten Pieces, die er jetzt tatsächlich hat. Die Bulk Order
unterscheidet sich ja meistens von den ersten Samples, also hoffentlich von den ersten Samples, die man bekommt. Unterton und zusätzlich vorne haben wir dann einmal noch diesen orangenen, schwarzen Print vorne drauf und hinten dann... Den Blitz, okay, nein, den hätte ich nicht mehr gemacht. So weit wäre ich nicht mehr gegangen, weil ich auch finde, dass sich der nicht mehr so schön einfügt, aber vorne finde ich es cool. Einmal noch den Blitz, relativ groß und markant, ist aber auch natürlich so gewollt. Ja, finde ich cool. Weil ich finde das Logo, wie gesagt, schön. Wie gesagt, diesen Vintage-Film fand. Also dem Shirt würde ich geben, wenn der Blitz weg wäre. Ich rechne jetzt mal den Blitz einfach weg, weil er mir persönlich nicht gefällt. Ich bewerte jetzt nur mal vorne und von vorne würde ich sagen, egal ob ich jetzt ein... Nein, ich finde es eigentlich ganz nice mit dem Gelb. Keine Ahnung, ich sage jetzt mal, das Logo ist schon sehr cool. 8,5. Ich bin ein Fan von cleanen Geschichten, wenn das noch in einer anderen Farbe wäre. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Ihm gefällt so. Es ist auch ein anderer Kontrast. Finde ich gut. Voll. Einige von euch haben gesagt, dass es nicer gewesen wäre, hätten wir den Blitz weggelassen. Ich kann euch eins sagen, dass wir das... Ui, jetzt ist spannend. ...sogar getestet haben mit verschiedenen Samples, auch in verschiedenen Größen. Und mir persönlich hat es dann am besten gefallen, wenn der Blitz, so wie er jetzt ist, drauf ist. Ja, wenn es dir am besten gefällt, dann mach es genauso. Aber es sieht halt ein bisschen so aus, als wäre das da unten abgeschnitten und da unten auch. Aber wie willst du das halt sonst mit Blitzen machen? Ist auch wieder so eine Frage. Wobei, naja, die faden da schön aus und da geht's irgendwie los. I don't know. Einfach aus dem Grund, bei dem T-Shirt, was ich anhabe und hier, dem Backprint, dass die Farbe, also dieses Blau von vorne, nochmal sehr schön mit aufgegriffen wird. Einfach nochmal einen Farbakzent zu haben. Ja, das muss man ja machen. Haben wir uns. Wenn der jetzt in rosa gewesen wäre, dann hätte es ja gar nicht dazu gepasst. Dann, ja, für diese Variante entschieden. Ist natürlich Geschmackssache, mir persönlich, aber gefällt es so, wie es ist, sehr gut. Wirst du vielleicht ein Piece holen? Find, dass dir das Shirt echt stehen würde. Ja, vielleicht hole ich mal was. Ich finde das Shirt ganz cool. Vielleicht, ja. Vielleicht dann noch zum Fitting. Und zwar fitten die T-Shirts genauso oversized wie die vergangenen Shirts, die bei den letzten Kollektionen rausgekommen sind. Ah ja, klar, der Drop war ja schon. Ist er sold out? In wie vielen haben wir denn heute? Den 9. Vor 2 Tagen. Ist er sold out? Deswegen empfehle ich euch wirklich True. Der wird safe glauben, dass ich das Video nur aufgehoben habe, damit ich es nicht im Vorhinein mache, damit er keine Werbung kriegt. What the fuck? Nein, natürlich nicht, Leute. True Size zu gehen, bitte kommt jetzt nicht auf den Gedanken und sagt, hey, ich kaufe es mir jetzt in 2 Nummern größer, weil sonst mache ich das ja auch, damit diese normal geschnittenen T-Shirts. Ja, gibt es noch was? Dann überlege ich es mal. Home, Store, Superfast. Ja, ein Hoodie gibt's noch. Ah, na, der Hoodie taugt man nicht mit dem Bändchen, aber den werden wir eh noch sehen. Ah, es gab nur diese 4 Sachen. What? Was? Echt? Okay. Halt unseren eigenen Schnitt. Und da habe ich halt schon drauf geachtet, dass die Sachen von Natur aus, also generell schon, oversized fitten. Einmal als Beispiel, ich bin 1,76, 1,77 groß und trage jetzt in diesem Shirt eine M. Das Model, Domme, ist 1,85 und trägt... Ja, ich finde den Fit cool. Was ich feiere, ist, dass er die Ärmel nicht zu lange gemacht hat. Das ist genau das, was ich die ganze Zeit meine. Ärmel müssen nicht bis da unter den Unterarm gehen. Und ich finde auch gut, dass der Kragen nicht so weit ist. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Größe L. Deswegen hier als kleine Orientierungshilfe. Ansonsten, falls ihr schon ein ADR-T-Shirt besitzt, nehmt einfach dieselbe Größe. Ihr werdet da keinen Unterschied merken. Und das Shirt, auch mal wieder eine schlechte Nachricht, Freunde. Schon die 2. in diesem Video. Weiß gar nicht, was hier los ist, aber die Shirts werden teurer als die, die wir vorher rausgebracht haben. Sonst haben sie immer 49 Euro gekostet und jetzt haben wir sie auf 49 Euro und 90 Cent. Ehrenlos, absolut ehrenlos. Wie kann man so viel Geld für dieses Shirt verlangen? Einfach um 10 Cent teurer machen. Also ganz ehrlich, Patrick Spector, für diese 10 Cent habe ich jeglichen Respekt für dir verloren. Du zockst deine gesamte Community ab. 49,90 Euro auf einmal abgehoben. Also absolut ehrenlos. Da soll es ja so gestörte Leute geben, die verlangen 90 Euro. What the fuck? Aber okay, anderes Thema. Eingestuft. Also 90 Cent muss man da tiefer in die Tasche greifen. 90 Cent sogar. Spinnst du? Schäm dich, Patrick Spector. Wir hoffen mal, das ist in Ordnung für euch, weil man auch hier ja einen relativ großen Background... Ich freue mich schon so auf die ganzen Kiddie-Kommentare, die den Sarkasmus nicht verstanden haben und jetzt am Beefen sind da unten in der Drecks-Infobox. Ja, kleinen Pisser. Hat und vorne einen großen. Damit haben wir uns das ein bisschen schön geredet und wir haben auch nochmal ein bisschen auf die Qualität geachtet. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen aufwendiger. Die ganze Waschung kostet uns in der Produktion natürlich auch mehr Geld. Aber für 50 Euro ein qualitativ hochwertiges Shirt, was im Übrigen auch wieder made in Portugal ist. Also die gesamten Sachen sehr schön sind mal wieder
in meiner Heimat produziert worden. Und wie gesagt, qualitativ kann man hier absolut nicht meckern. T-Shirt ist schwer, worauf viele auch immer Wert legen. Ja, aber das ist nicht unbedingt ein Zeichen für Qualität, Freunde. Nur weil ein T-Shirt schwer ist, heißt das noch lange nicht, dass die Qualität automatisch gut ist. Euch vielleicht noch mal ein paar weitere Informationen haben möchte, den kann ich das... Ich meine, ja, uns ist es auch schwer, aber wollte ich halt mit der Kollektion mal. Dass wir zum Beispiel hier vorne den Print komplett selber gemacht haben. Dieses Okay, cool. Foto zum Beispiel, was wir hier sehen, ist von einem Kollegen von mir eigenhändig gezeichnet worden. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Also das ist echt schon mal Props dafür. Aber ich würde vorschlagen, wir machen weiter mit dem Longsleeve. Design beim Longsleeve ist genau... Ja, Longsleeve bin ich nicht so ein Fan. Ah, okay, hat die Blitze aber jetzt am Ärmel schon besser aus, finde ich jetzt. Identisch wie beim T-Shirt mit dem einzigen Unterschied, dass wir die Blitze... Ich will den Fit sehen. Blitze dieses Mal am Ärmel haben, was ich auch wiederum nice finde, weil auch da... Finde ich besser, tatsächlich. Wie halt das Blau vom Vorderen... Aber ich weiß nicht, ob die Blitze so auffällig sein müssten. Seine Geschichte, seine Designfrage, ich selbst hätte es halt nicht so kräftig gemacht. Und Print aufgegriffen, hinten dieses Mal komplett clean. Okay, ja, weiß ich nicht, ob die Naht da hinten... Okay... Mit einem kleinen Unterschied. Und zwar haben wir hier noch ein kleines Detail eingebaut. Mit Absicht oder? Ich hoffe, man kann es jetzt sehen. Aber geht hier von oben nach unten eine Naht. Wieder mit dieser Vintage-Waschung, selbstverständlich. Und auch hier würde ich euch empfehlen, True to Size zu gehen. Ich trage wieder eine M. Ja, okay, Fit ist nice. Domme, das Model, trägt wieder eine L und preislich liegt das... Ja, Fit ist auf jeden Fall cool. Aber ich glaube fast die Bündchen hier, das ist uns nämlich bei der ersten Kollektion leider auch passiert, die könnte man schon noch eine Spur enger machen. Bei uns waren es leider genauso in Portugal. Das ist alles gar nicht so einfach. Die sind doch, wie soll ich sagen, eher lockerer mit den ganzen Dingen. Und bei uns sind sie leider auch etwas zu groß geraten. Das war ein Detail, auf das wir besonders geachtet haben mit der nächsten Kollektion. Shirt dann zwischen dem Hoodie und dem T-Shirt, nämlich bei 69,90. Wobei man sagen muss, dass das Longsleeve eigentlich auch als Sweater durchgeht, weil das ist halt wirklich ein etwas dickerer Stoff. Man hat wieder was Wertiges in der Hand. Ich will jetzt nicht unnötig rumpushen. Machen wir dann weiter mit dem letzten Oberteil, nämlich dem Hoodie. Und da haben wir wieder diese Vintage-Waschung. Allerdings mit einem anderen Print vorne drauf. Hoodie, Bombe, von der Farbe her, Stoff sieht top aus. Mir gefällt das Logo einfach nicht so gut. Dieses Mal auch wirklich komplett clean gehalten. Also die Ärmel und der Rücken ist komplett frei gehalten. Wir haben hier vorne diesen... Ja, nein, das ist nicht so mein Fall. Ich verstehe den Vibe so ein bisschen auf Vintage Route 66 mit diesem Truck angelehnt. Und auch mit diesem, das soll ja mehr so chrom-mäßig sein. Ja, Chrome greift ja auch jetzt Justin wieder auf mit seiner nächsten Kollektion. Ich verstehe den Vibe, aber was ich mir halt vorher schon gedacht habe, ist... Dieses Racing-Ding ist ja etwas, was aktuell, beziehungsweise auch in den letzten Jahren, das kam ja schon sehr oft, muss man ganz ehrlich sagen. Represent hat das gemacht, Dösami hat das vor 2 Jahren gemacht. Ich meine, okay, Dösami noch keine so bekannte Marke, klar, aber Represent hat das gemacht. Rootatoo hat erst vor kurzem seine Kollektion rausgebracht mit diesem Theme. Ich finde es halt cool, wenn sowas ganz Neues daherkommt, was noch niemand gemacht hat. Chromartigen ADR bzw. Atelier. Root hat das auch gemacht, ja, true. Ropa-Schriftzug, dann mit einem Bären, wo hinten auch nochmal so ein paar Feuerflammen zu sehen sind. Ja, so auf den Ami-Style angelehnt, ja, ich verstehe die Thematik. Bin halt kein, mir ist das zu sehr rockermäßig. Das war wahrscheinlich auch gewollt, aber es schaut nach so einem klassischen Rocker-Shirt an, was halt so ein, ja... die Versinnbildlichung von einem Rocker aus Amerika auf der Route 66 halt so anhat in meinem Kopf jetzt. Und dann einem LKW-Hoodie ist wirklich was Spezielles. Da sieht man jetzt, glaube ich, dass der Print mit dem Hoodie gewaschen wurde. Das ist der Unterschied, den ich meinte. Spezielles, Freunde. Ich sag's so, wie es ist. An diesem Schnitt haben wir wirklich extrem lange gearbeitet, weil ich hatte halt... Jetzt habe ich gar nicht auf den Schnitt geachtet. Okay, ja, ich sehe zu wenig.
Ich sehe das bis zum Bauchnabel, das ist mir zu wenig. Spezielles, Freunde, ich sag's. Ah, okay, ah, ja, jetzt sehen wir das. Das ist fast schon so Shirt-mäßig. Okay, ist mal was anderes. So wie es ist. Aber ich brauche meinen Hoodie mit Bund unten, ganz ehrlich. In diesem Schnitt haben wir wirklich extrem lange gearbeitet, weil ich hatte halt ein Bild im Kopf, was ich dann so 1:1 umsetzen wollte und auch umgesetzt habe. Okay, congrats, wenn er es wirklich 1:1 umgesetzt hat, das ist nämlich ganz, ganz schwierig. Das bedarf einer langen Produktentwicklung. Das kannst du mal glauben. Weil wir haben dieses Mal keine Drop-Shoulders, sondern die Naht verläuft hier quasi von den Achseln hoch bis zum Schlüsselbein. Zusätzlich haben wir dann noch eine große Kapuze, die dann doppelt vernäht wurde, ja, damit sie auch schön steht. Dann auch nochmal ein besonderes... Ja, das ist jetzt ohne Angriff oder so, aber das erinnert mich einfach an diese Crop-Tops von den Mädels, wenn die das dann einfach zuschnüren. Das ist einfach nicht so mein Fall, einfach. Merkmal sind diese beigen Bändel, diese Kordeln, die unten raushängen. Natürlich kann man die auch abmachen. Ja, ich würde es abmachen. Ich find's aber sehr nice, damit ein bisschen rumzuspielen. Vor allem, ja, okay. Okay, ja, naja. Das erinnert so an eine Frauenhandtasche. Freut mich, wenn ihr es nice findet, um damit herumzuspielen. Was wollte ich sagen? Ja, wenn man es rausnehmen kann, okay, passt auf jeden Fall. Ich denke mal halt auch, wenn du so eine Hose mit so Bändern unten hast, dann hast du zweimal solche Bänder hängen. Dono, aber wenn man es rausnehmen kann. Weil ihr könnt dann quasi den Hoodie ein bisschen enger machen, ihr könnt den umklappen, ihr könnt die Kordeln zu einer Schlaufe binden, ihr könnt sie einfach hängen lassen. Da bin ich wirklich... Könnt ihr euch um den Hals hängen. Wirklich super gespannt, wie ihr das tragen werdet. Einige hatten auch, wie gesagt, gefragt, ob man die Kordeln rausnehmen kann. Ja, kann man, ohne Probleme. Geht true to size, ich trage eine M. Ich kann auch, by the way, eine L tragen, aber dann ist es schon deutlich, deutlich oversizeder als die kleine. Kann er auch eine XL tragen. Größe ist halt Geschmack. Ja, es, wie gesagt, es sieht halt auch ein bisschen so aus, als wäre das noch vor der Hose. Nicht unbedingt mein Fall, wenn man das rausnehmen kann. Da bin ich halt altmodisch mit dem Bund. Da bin ich wieder mal altmodisch, ich weiß. Sache, wenn ihr jetzt sagt, ich will es sehr oversized haben, dann kann man sich drüber streiten. So von der Seite her schaut doch eh nice aus, so, aber die Bänder... Aber wenn ihr es so haben wollt, wie es angedacht ist, dann, wie bereits erwähnt, geht true to size. Und by the way, habe ich noch gar nicht drüber gesprochen, der Hoodie wird 89,90 € kosten. Also auch hier 90 Cent oben drauf gepackt. Also Frechheit. 89,90 €. Wucher, Leute, Preisdumping würde ich aber behaupten. Kommen wir dann zu den letzten beiden Pieces. Einmal der ADR-Tasche. Das ist so eine Pouch. Okay. Bag, die man so quasi wie so eine Kette sich um den Hals hängen kann. Die passt halt sehr gut in ein Handy rein. Ja, okay, kein Milestone halt. Die werden sie irgendwo eingekauft haben und das ADR-Logo drauf gemacht haben. Denke ich jetzt einfach mal, aber ich sehe halt jetzt nicht unbedingt die neueste Kreation oder so. Ist aber auch gar nicht gefordert. Stabile Tasche, fertig. Ein Portemonnaie, also beides passt hier safe rein. Hier passt ein Schlüssel rein. Ihr habt so einen Reißverschluss, womit ihr das Ganze verschließen könnt. Auch wieder am Start, was ihr ja schon bei der letzten Kollektion hatten, sind diese jetzt dieser Verschluss. Ja, jetzt auch nicht unbedingt hochwertig mit diesem Plastik und so weiter, aber es ist halt stabile Tasche, die wird man wahrscheinlich auch dementsprechend günstig bekommen. Also jetzt nicht, dass man für die 100 € oder so bezahlt. Plus, den hatten wir damals bei den Caps, wer sich erinnern kann. Den haben wir jetzt auch hier in die Tasche mit integriert. Und ansonsten hat man hier vorne noch zwei Fächer, die man allerdings nicht zumachen kann. Da packe ich meistens meinen Cardholder rein und ganz vorne irgendwelche Münzen oder so. Ganz simples Branding vorne, ADR, die Ab... In so einem Gummi wahrscheinlich. Kürzung, auch wieder mit so einem gummiähnlichen Print. Die Tasche, Freunde, wird genauso viel kosten wie das T-Shirt. Man kann sie auch rein... Tatsächlich, okay, 50 €. Theoretisch etwas aufmachen und sie dann so seitlich tragen. Mhm. Ich zeige euch das Ganze einmal. Für diejenigen, die vielleicht... Ja, seitlich finde ich es besser. ...diesen vorderen Look... Aber ihr kennt mich, bin nicht so der Taschenträger einfach. ...nicht feiern. Ja, habt ihr hier noch eine Alternative, dass man die auch seitlich anziehen kann. Kommen wir dann schon zu dem letzten Piece und zwar dem ADR Air Force One. Collab mit Nike, oder? Ja, wir hauen mal wieder einen Sneaker raus. Ich glaube, die erste Kollektion ist es gewesen, wo wir einen Doc Marten rausgehauen haben. Und jetzt ist es ein schwarzer Air Force One, auf den ich wirklich ganz... Okay, er arbeitet quasi mit irgendeinem Customize-Typen zusammen. Dann kaufen sie Schuhe in einer gewissen Stückzahl und lassen die customizen und verkaufen sie dann halt teurer und sagen halt Nike X. ADR. Ich bin besonders stolz, weil wir haben hier, wie ich finde, ich meine, coole Idee. Sehr nice Details. Aber
Weiß ich nicht. Wie bereits erwähnt, das Gummipatch haben wir hier das Gummipad hinten am linken Schuh dran gemacht. Der rechte ist komplett clean gehalten, der aber nur so an einer... Wie ich jetzt einfach jedes Mal, wenn er den Schuh gedreht hat, auch meinen Kopf gedreht habe. Ich habe da komplett mitgefiebert. Seite, also an einer Naht am Swoosh befestigt wurde. Man kann den also quasi so ein bisschen bewegen. Und vorne wieder... Ja, aber vorne schaut cool aus. Vorne sieht cool aus. Man hätte halt auch hier wieder... irgendwie, weiß nicht, hochwertigeres Material oder irgendwas Besonderes nehmen können als diese normalen Plastikschnallen, oder? Weiß nicht, ob ich das jetzt zu streng sehe, aber don't know. Aber ansonsten jetzt so kurz hingesehen und nicht ganz genau hingeschaut, finde ich es cool. Die ADR-Schnalle, die man auch selbstverständlich aufmachen kann. Und dann die ADR-Schnalle, das ist eine normale Schnalle, Bruder. Drüber ist noch so ein Klettverschluss, wo... Der ADR-Klettverschluss. Auch nochmal vorne das ADR-Logo eingestickt wurde. Und seitlich dann nochmal diesen schwarz-weißen Double-Swoosh. Der Schuh. Diesen schwarz-weißen ADR-Swoosh. Ist in der Nike ADR-Swoosh. Zusammenarbeit mit Sean entstanden. Wir haben uns da wirklich... wie ich es mir gedacht habe. Ganze Zeit hingesetzt und verschiedene Variationen ausprobiert. Kam das hier dabei rum. Wildes Ding. Ich werde morgen auch nochmal einen Vlog... Da gibt's safe aber nicht so viele, kann ich mir vorstellen. Ich meine, die waren eh sold out, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt 200 Schuhe oder so davon gibt. Also das wäre mir zum Beispiel viel zu risky. So einfach 200 Schuhe auf blind zu kaufen. Und die zu customizen und dann zu hoffen, dass die auch gekauft werden. Blog veröffentlicht. Noch dazu wegen den vielen unterschiedlichen Größen. Auf dem Blogging-Kanal dann selbstverständlich, wo wir nochmal ein bisschen hinter die Kulissen gucken, wie das Ganze auch mit dem Schuh und generell mit der Fashion Show entstanden ist. Stückzahl kann ich jetzt schon mal sagen, wird es den Schuh nicht häufig geben. Wir haben jetzt jeweils von der Schuhgröße 41 bis 45 jeweils zwei Paar auf... Ja, okay, das ist halt mehr so ein Statement-Piece quasi. Würde ich sagen. So, hey, wir machen auch Schuhe, weil wir es cool finden, aber wir wollen jetzt nicht Fettkohle damit machen, sondern wir toben uns halt einfach aus. Lager, was natürlich nicht viel ist, aber ihr könnt euch vorstellen, dass es auch eine ganze Zeit dauert, den überhaupt... Ja, safe dauert das lang. Vor allem dieser Customize-Typ hat safe noch andere Dinge zu tun, als wie die ganze Zeit irgendwelche ADR-Schuhe zu customizen. Herzustellen und vor allem auch wird der das teuerste Piece der ganzen Kollektion sein. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Also der Schuh kostet normalerweise, keine Ahnung, 110, 100, wird dann noch einmal 200 Euro Minimum. Wir hatten erstmal angedacht, den Schuh bei 299 Euro anzusiedeln. Ja, okay, er will halt... Du musst diesen Typen zahlen, der die Schuhe customized. Der braucht für einen Schuh safe 3 Stunden. Sagen wir 3 Stunden, ja? Dem musst du die Arbeitszeit bezahlen. Jetzt haben die 4 Größen, glaube ich, zu je 2 Schuhen sind 8 Schuhe, 8 mal 3 Stunden. Jetzt kommt wieder der Mathe-Chef raus. 24 Stunden. Don't know, da musst du schon hoch ansetzen. Also, pff. Das wäre vielleicht dann ein bisschen zu viel des Guten, deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden, den... Es lohnt sich halt einfach auch nicht, weißt du? Wenn du keine wirkliche Fabrik hast mit mehreren Arbeitern, die das in Massenware anfertigen können, lohnt sich sowas nicht. Für 249 und wieder die 90 Cent. Also ja, aber da macht er kein Geschäft mehr damit. Das sage ich euch auch, weil der muss die verschicken auch noch. 250 Euro preislich anzusetzen. Ist wenn er da jetzt noch 5 Euro macht, kann er Danke sagen. Das ist nur ein Statement-Piece für die Kollektion. Natürlich eine Stange Geld, aber ihr dürft auch nicht vergessen, dass gerade bei dem Schuh sehr, sehr hohe Produktionskosten auf unserer Seite auch vorhanden sind. Und es kann sein, dass er einen hohen Resell-Wert hat. Das kann natürlich auch sein, wenn es zu wenig gibt. Man braucht alle Materialien, die ihr seht. Man braucht den Schuh etc. etc. Deswegen ist das, glaube ich, eher was für Leute, die den unbedingt haben wollen. Und aus diesem Grund gibt es auch gar nicht so viele. Im Großen und Ganzen, jetzt mal kurz Real Talk. Dafür, dass er doch immer sehr, sehr hart kritisiert bei meiner Kollektion und so weiter und so fort. Es gibt 3 Pieces und... Okay, wir nehmen die Tasche und die Schuhe noch dazu, aber es gibt ein Hoodie, es gibt ein Shirt und es gibt ein Longsleeve. Und das Longsleeve und das Shirt haben genau dasselbe Design. Ja, ich weiß nicht. Ich finde halt einfach, wenn man oft mal gerne vom hohen Ross herunter schimpft,
sollte man dann selbst aber auch sich selbst an die Nase fassen. Klar, er hat vielleicht jetzt noch nicht die Mittel oder die Versandmenge, die ich mir mit MEM aufgebaut habe, aber ich finde, er sollte gerade als jemand, der gerade seine Marke aufbaut, nehme ich ja selber nicht aus, aber eher mit Wertschätzung gegenüber anderen reagieren, ähnlich wie ich das hoffentlich mit diesem Video gemacht habe, als zu sehr herum zu kritisieren, ist jetzt meine persönliche Meinung zu dem Fall. Nach wie vor, wie gesagt, verstehe ich mich gut. Dementsprechend habe ich da nichts auszusetzen. Ich habe auch einige Pieces. Nein, das ist meine Meinung dazu, mehr sage ich gar nicht. Liebe Leute, das war's von diesem Video. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video am Sonntag wieder. Nicht vergessen, liebe Freunde, bald ist es soweit mit meiner neuen Kollektion Britain Brawl. Das war's von mir, euer Maximilian.